Wow, lange Mathegleichungen wie diese erfordern einiges an Hirnfutter. Nur, ach, das kann schwierig werden, wenn im Unterricht kein Essen erlaubt ist. Aber keine Sorge, Essen zu schmuggeln ist einfacher, als ihr denkt. Hey, was riecht hier so? Ihr müsst nur wissen, wie. Wenn ihr im Unterricht naschen wollt, dann schaut euch erstmal diese Tricks an. Ihr könnt sicher sein, dass euch kein Lehrer aufhalten wird. Hey, was ist das? Ich wusste nicht, dass heute Abend eine Aufführung stattfindet. Oh, da gehen wir auf jeden Fall hin. Moment mal, Essen ist hier verboten. Ihr könnt nach der Show snacken. Ich habe nichts dabei. Erwischt. Oh, ich will nicht auch in Schwierigkeiten geraten. Ich denke, ich kann mir was überlegen. Oh, das wird großartig. Versteck deinen Rucksack doch einfach unter deinem Pullover. Und es kann losgehen. Und die dicken Backen werden das Sahnehäubchen. Schaut mich an. Das ist der perfekte Plan. Hey, anhalten! Idiot! Oh, was hast du denn gegessen, Kate? Ach, das ist doch nur mein Rucksack. Willst du was snacken? Ja, gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Hey, die Aufführung fängt gleich an. Schlag ein. Die Zeit ist fast vorbei, Kinder. Und fertig. Oh Mann, all die Konzentration macht einen ganz schön hungrig. Magst du was? Oh, ich hasse diesen Ort. Nie kann ich in Ruhe essen. Aber ich kann auch nichts dafür, wenn ich im Unterricht Hunger bekomme. Das ist unfair. Mann, das werde ich mir nicht so einfach gefallen lassen. Ich habe eine Idee. Schnapp dir eine Plastiktüte wie diese und fülle sie mit deinen Lieblingssnacks. Durchsteche das Plastik mit Metallringen. Ordner eignen sich perfekt dafür. Das Ganze ist super flach, genau wie Papier. Ja, und Essen schmuggeln ist gerade viel einfacher geworden. Welche Seite möchtest du? Mädels, hier gibt's nichts zu sehen. Das war knapp. Ich hab Hunger. Das ist nicht übel. Kate! Oh, willst du sterben oder sowas? Hier, willst du auch? Das ist lecker. Naja, mehr für mich. Mensch, ich trinke doch keinen Kleber, du Dummerchen. Habt ihr auch eine leere Flasche Kleber? Wascht sie mit Wasser und Seife aus. Danach füllt ihr sie mit etwas Süßem. Stellt sicher, dass es wie Kleber aussieht. Zeit, sie aufzufüllen. Sieht total aus wie Kleber, oder Leute? Deckel drauf und fertig. Wow, lass mich auch mal probieren. Oh, perfekt. Hey! Würdest du mit mir teilen? Oh, Adam starrt mich an. Hi. Tschüss, Kate. Was? Willst du meinen Snack teilen, Adam? Oh nee, wie verschwindet meine Süßigkeiten an den Typen? Hä? Na. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm.
Ihr könnt Süßigkeiten nämlich direkt in die Haarbürste packen. Sie passen perfekt unter die Borsten. Wenn ihr also dringend etwas Zucker braucht, kämmt euch einfach die Haare. Hä? Hey, gib mir mal welche. Na, egal. Oh, diese Stunde könnte ein bisschen Aufregung vertragen. Und wenn es auch nur in meinem Mund ist. Passt auf, Mädels! Oh, nee. Das Ding ist echt lang, hä? Huh? Es könnte die ganze Welt umkreisen. Was zum... Ach, mein Kaugummi. Mensch, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, diese Klebebandrolle ist perfekt. Aber die eignet sich noch für viel mehr als nur Klebeband. Das sind tolle Kaugummispender. Jetzt kann man das perfekte Stück abreißen. Wow, danke, Jen. Kein Problem. Hey, kannst du nicht lesen, Kate? Oh, ist die Luft rein? Oh, ich verhungere. Mal kaut Jennifer da etwa? Ich kann nichts sehen. Aha. Jennifer, hast du was zu futtern? Wow, oh, das ist genial. Habt ihr eine leere Pringles-Dose? Zeichnet einen Ausschnitt wie diesen. Dann schneidet das Ganze mit einem Messer aus. Tarnt anschließend die Dose. Jetzt wird es aussehen wie ein Stiftehalter. Wenn ihr das erledigt habt, füllt es mit Snacks. Gute Wahl. Habt ihr den Deckel noch? Schneidet den Rand ab und lasst ihn hineinfallen. So könnt ihr eure Stifte draufstellen. Ziemlich genial, oder? Na, ist es jetzt besser, Kate? Perfekt. Mögt ihr heimliches Naschen? Dann solltet ihr Plastikverpackungen besser meiden. Seht ihr? Wow, einer nach dem anderen, Leute. Ja, so viel dazu. Jennifer? Mann, das war es überhaupt nicht wert, erwischt zu werden. Hey, ich kann die Verpackung entfernen. Wow, Wachsmalstifte eignen sich super, um Süßigkeiten zu tarnen. Alles, was man braucht, ist der Teil aus Papier. Es passt genau rein, seht ihr? Solange die Farben zusammenpassen, ist alles gut. Das wird die Lehrerin nie entdecken. Stellt nur sicher, dass euer Sitznachbar Bescheid weiß. Ach, sorry, Kate. Ups. Warte, ich kann damit nicht radieren. Habe ich meinen großen Radiergummi zu Hause vergessen? Ach, ich werde einfach das hier nehmen. Nicht das. Nimm das hier. Hä? Das ist kein Radiergummi. Da sind meine Smarties drin. Oh, ich hätte gern welche. Ah, ich zeig dir, wie es geht. Nimm zunächst den Radiergummi heraus. Nimm ein Messer und schneide ein kleines Stück vom Ende ab. Schneide dann den Mittelteil und leg ihn beiseite. Stecke nun das größere Ende zurück in die Hülle, aber nicht komplett. Und hier kommen die Süßigkeiten rein. Nicht vergessen, das Ganze zu schließen. Ja, den Hunger werde ich direkt ausradieren, okay? Boah, das ist so lecker. Ihr liebt diese raffinierten Hacks? Dann teilt sie mit euren Klassenkameraden und vergesst nicht, 1-2-3-Go-School zu abonnieren, um noch weitere tolle Videos wie dieses zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.